Hallo Leute, ja, wir sind hier an dieser großen Kreuzung, die wir jetzt entzerrt haben, die vielleicht jetzt besser funktioniert. Aber ich habe noch einen Kommentar gehabt vom HNG, der sagte, ich sollte mal hier Tunnel und Brücken bauen, dann würde das auch vielleicht besser klappen. Da natürlich voll recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ne? Aber naja, jetzt funktioniert es erstmal hier. Ja, lassen wir es mal so laufen. Hier zum Beispiel diese beiden hier, ne? Das ist ja eine Kreuzung, die weder links noch rechts abbiegen kann. Da wäre es natürlich sinnig, dann eine Brücke oder Tunnel zu haben, ne? Aber das machen wir alles beim nächsten Mal, wenn wir wieder so einen Punkt haben, ne? Hier stehen zwar gerade zwei Züge, aber ich glaube, das bleibt erstmal so. Ich stelle mir gerade die Frage, warum der sowieso nicht da weiterfährt. Ne, warte, Signale, dann sehe ich das. Achso, der will bestimmt hier irgendwie links rein und das ist ein doppeltes Signal. Ja, das, der will hier bestimmt rein, deswegen klappt das nicht. Gut, okay, würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal weiter, ne? Der ist da gerade wunderbar reingefahren und fährt auch schon raus. Und jetzt fahren die anderen auch durch, dann passt das schon. Hier sieht man das wieder klassisch, ne? Das, ja. Okay, der HNG, danke für den Kommentar, den du da geschrieben hast, damit ich da in Zukunft dann das besser machen kann. So, jetzt müssen wir gucken. Der Tante Mimi hat aber auch geschrieben, dass ich zum Beispiel das hier mal zum an der Stelle vielleicht mal abreißen sollte und woanders hinbauen sollte. Das mit dem Abreißen ist ja auch immer so eine Geschichte bei mir, ne? Mach ich ja total ungern, ne? Aber hier macht es vielleicht Sinn, ne? Dann können wir nämlich das alles hier mal wegmachen. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Und dann ist hier noch so eine Kreuzung. Das hier, das kann dann alles weg, ne? Das ist alles Gefrickel. Und dann kriege ich auch mehr Platz. Und den mache ich jetzt hier in den Lokschuppen. Den brauchen wir natürlich, aber nicht da. Zugdepot. Können wir auf der Seite auch machen, ne? Im Kalten vielleicht nicht, dann frieren die Arbeiter da drin, ne? Komm, hier hinten war eine schöne lange Strecke, da kann ja ruhig sein, ne? Das ist hier wunderbar. Ne, aber dafür fällt es mir dann auch wieder nicht. Ach, das ist hier so etagenmäßig, auch doof, ne? Hier ist doch gut. Wie drehe ich das Ganze denn? Jetzt habe ich es auch noch ausgemacht, ne? War das mit dem Rad? Ne, da zoome ich rein. Da auch nicht. O, I, nö. Steht da unten rechts, ne? Mehrfachbaumodus. Rotieren ist R. So, dann machen wir den doch mal hier hin. Vielleicht noch ein bisschen zurück. So passt es doch dann, oder? Sehe ich natürlich nicht, wo hier der Gleisanschluss ist. Ne, das ist reinzoomen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte rotieren. Wie geht das denn jetzt? Reinzoomen? Kann ich die Karte nicht rotieren? Das wäre ganz komisch. Ja. Freie Kamera. So, und dann können wir hier mal das nehmen. Fahren dann hier so raus. Kriegen wir den da mal angeschlossen jetzt? Ja. Kriegen wir da auch angeschlossen, oder? Natürlich nicht, passt nicht, weil hier, ne? Ah, super. Aber da geht's doch noch, oder? Okay, wunderbar. Reicht. So, jetzt freie Kamera ist doof. Machen wir wieder die andere, oder? Ja, gefällt mir besser. So, jetzt haben wir den Lokschuppen auch wieder da neu und alles ist gut. Und daneben ging bankrott. Ja, da konnten wir leider nichts machen. Hier sieht es so aus, dass dieser LKW hier gerade kommt und gar keine Baumstämme da oder was es auch immer ist, Träger mitnimmt. Stellt sich gerade die Frage, warum werden hier keine Träger abgenommen? Okay, macht keinen Sinn. Da gibt es nirgends sowas mit Trägern, ne? Ja. Wo sind denn Träger? Gute Frage, ne? Da ist Sand. Mal rauszoomen. Hier oben.
Musst du eigentlich mit dem Zug dann hinfahren, ne, in dieses Städtchen, weil das bringt ja so nichts. Da sind Bretter. Da sind Träger. Die gehen auch bald bankrott. Gibt es hier irgendwo eine Station? Nee, ne? Teile, das müssten wir eigentlich noch schaffen. Gibt es ein Logistikzentrum? Ja. Okay, der fährt. Nee, statt Anbau. Und der fährt aber nicht dahin, wo ich hin will. Wo ist denn das jetzt? Hier. Bearbeiten. Halt hinzufügen. Den hier. Entladen. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wer kommt weg. Der kommt weg. So, wunderbar. Und dann okay. Und fertig. Und dann fährt der eine LKW jetzt auch wieder gute Zahlen ein, denke ich. Und bringt da auf jeden Fall noch was hin. Ist wahrscheinlich zu weit weg, aber egal. So, mal schauen. So, das haben wir. Was haben wir noch? Das ist eine gute Frage, ne? Hier waren so Dingens, die auch kaputt gehen. Wie lange ist das noch? 113 Tage. Eisenplatten. Aber ich glaube, die produzieren wir noch gar nicht, ne? Was macht an unsere Forschung überhaupt? Die macht einen Kies, oder? Ja. Kommt hier auch gar kein Kies an, oder? Kann da sein. Und was macht der zweite? Okay, Stahlbahnen sind wohl da und Stein ist wohl auch da. Verfügbar im Lagerräumen. Okay, aber wir haben noch gar keine Forschung hier. Auch cool, oder? Elektronikproduktion. Ob ich die jetzt hier machen will. Verbrennungsmotor, Glasherstellung. Glasherstellung müsste gehen, ne? Forschung starten, das ist gut. Denn da müssen wir hier Sand hinbringen. Wo war der Sand-LKW? Hier. Ja, das würde bedeuten, hier kann man abholen, ne? Ja, da ist auch voll. Produzieren die hier? Ja, ne? Ja, tatsächlich. So, das bedeutet, ich brauche einen LKW, der hier auf der grünen Wiese zu starten ist. Aber da müsste ja auch einer drin stehen eigentlich. Und zwar können wir das hier mal löschen. Wie kriege ich das denn gelöscht? Dass ich den neuen Fahrplan jetzt kriegt hier. Weil da will ich ja nicht, dass er das macht. Das ist ganz woanders. Ja, das ist da hinten, da brauche ich nicht. Bearbeiten. Route umbenennen? Nee. Zu individuellen Route, aber Aufträge beibehalten. Okay, wo ist jetzt der Sand? Hier. Halt hinzufügen. Den da. Halt hinzufügen. Macht er gar nicht, oder doch? Wegesabzweig. Halt hinzufügen. Ist gar keiner. So, da wird mir Dingens angeliefert. Und da ist ein Lagerhaus. Alles klar. Das bedeutet, wir müssen erst eine Station an der Dingens Straßendepot bauen hier. Ein Terminal. Rotieren. Geht das dahin? Tatsächlich. Das trifft sich gut.
So, und jetzt halt hinzufügen. Den. Da laden. Und dann hier hoch. Wo war der Sand? Der war doch eben noch hier, ne? Achso, zum Lager. Halt hinzufügen. Hier und da entladen. Und speichern als. Ja, Eisenerz nicht, ne? Sand. Jetzt speichern wir den Fahrplan. Okay. Und das ist Sand zu Melrichstadt-Anbau. Passt erstmal, der fährt. Was haben wir denn hier noch? Doppelte Bushaltestelle. Haben wir die schon immer gehabt? Wahrscheinlich nicht, ne? Wegpunkt hatten wir nur. Doch, doppelte hatten wir auch schon. Güterterminal. Passt erstmal alles. Der fährt. Alles ist da gut. Jetzt müssen wir nur weiter gucken, dass wir noch mehr machen, ne? Hier wird gar nicht angeliefert, oder wie sehe ich das? Schrecklich. Doch, wird angeliefert. Vielleicht nur ein bisschen wenig. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Suchen wir erstmal was anderes. Hier, Eisenplatten. Ne, ich glaube, wir produzieren noch keine Eisenplatten. Hier haben wir Kies, ne? Und Kies wird auch noch nicht hergestellt, oder? Kann das sein? Lass uns mal gerade nach da hinten gucken, was mit Kies ist. Kann man den hier machen oder nicht? Hier werden ja Quader gemacht, oder? Dann müsste man doch hier jetzt bauen können, industriemäßig Kieswerk. Ressourcengewinnung? Steinbruch. Der ist schon da. Das ist also nicht. Lagerhäuser? Ne, brauchen wir natürlich nicht, ne? Verarbeitung brauchen wir. Schreinerei, Presse, Legierungsschmelze, Kreisige. Ja, Brecher. Der Brecher ist es doch hier, oder? A kommt rein, B geht raus. Ist das denn so richtig? Vielleicht so, oder? Ich glaube, wir machen das mal hier so hin. Schauen wir mal. Fließband. Ausgang. Okay. So passt es, glaube ich, oder? Ne, Förderband umdrehen will ich ja gar nicht. Ich will das so dran bauen. So, jetzt geht's da rein. Jetzt brauchen wir noch ein Lagerhaus hier. Fahrzeugbewegung hier bei Industriebaulagerhaus, ne? Ja. Ich das jetzt drehe und hier so hinbaue. Sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass der da noch die Reichweite zum Dingens hat, oder? Ich baue das einfach mal hier jetzt gerade hin. Jetzt baue ich wieder das Fließband. Das. Eingang. Drehen. Nach da. Ein Fließband. Brücke. Passt. Passt. Gut, und dann einfach da anschließen, oder?
Ist es da jetzt dran? Ne, nicht ganz. Förderband umdrehen. Und ihm müssen wir noch sagen, was er machen soll, ne? Kies. Steinziegel. Okay, wir machen Kies. Mach da. So, und hier muss Kies rein jetzt. So, und dann sollte das was werden, oder? Das ist der erste Kies, den wir jetzt hier produzieren. Ja. Gut, und dann müssen wir den Kies nur jetzt dahin befördern, wo wir ihn brauchen, ne? Ist hier irgendwo Kies? Nein, ne? Ne. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.